Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und zwar heute mit dem neuen Game Mode. Ich möchte euch in diesem Video genau sagen, was der Game Mode auf den Hacken hat, ist quasi so ein kleiner Quick Guide und wie das Ganze aussieht und funktioniert. Fangen wir erstmal ganz grob an. Wir haben nur diese Champions zur Auswahl. Das heißt, wir haben Yasuo, Six, Jinx, Malphite und Sona. Genau diese, keine anderen mit diesen Skins. Und ja, wir sind auf einem Planeten gestrandet, gelandet. Ich spiele übrigens hier mit einigen Dudes aus der Facebook-Gruppe. Ja, schöne Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrades. Ja, das heißt, es gibt den ganz Anfang, Intro, dann Kadett und so weiter und so weiter. Wir sind jetzt beim zweitschwersten mittlerweile. Also uns erwartet hier einiges, da kann man definitiv sagen. Wir haben einige Spells, ja, das ist der Warp, damit kann man durch die Gegend springen und einmal wiederbeleben, das hat 100 Sekunden Cooldown. Und ich würde sagen, sobald wir hier reingehen, lädt sich dieser Kreis auf und dann geht es los. Er fliegt einfach mal übers Ziel hinaus. Ja, das Interessante ist, dieser Game Mode, ja, der ist ja tatsächlich, also mittlerweile, wie gesagt, den Mode, diesen Schwierigkeitsgrad spiele ich jetzt selber zum ersten Mal. Wie gesagt, der zweitschwerste. Hier spawnen überall Viecher, die haben alle ihre eigenen Fertigkeiten, das heißt, ja, hier diese Nasenbären. Hier sind so Elektrofelder. Also hier ist einiges. Unser Ziel ist, dass wir Gold sammeln. Ja, das heißt, alle diese Viecher geben uns Gold. Oder Ora heißt das. Ja, wir sehen auch, hier kommt schon ganz ordentlich was. Hier sehen wir so ein Charge. Und das Ora müssen wir sammeln, bis das da oben bei 100% ist. Und es gibt auch so Pflanzen, die das droppen. Ja, das heißt, wir haben auch so einen Staubsauger hier dabei. Hier sind, Alter, hier geht es ja schon ordentlich los. Hier, das ist die erste Stufe, ja. Also es gibt mehrere Stufen. Und holy shit, die rasten ja schon komplett aus. Holy fucking shit, das ist ein Heal-Ding, das brauchen wir. Ja, genau. Da gibt uns sofort 100% AP. So, wir gucken mal, dass wir hier... Eieiei. Das wird auf jeden Fall was. Also, es sind ungefähr 4 Stufen, glaube ich. Und das ist die erste gerade mal. Diese Viecher haben, wie gesagt, alle eigene Fertigkeiten. Es kommen zwischendurch so kleine... Ja, so Fliegedinger über die Map. So wie gerade das Grüne, was man vielleicht so ein bisschen gesehen hat. Das heißt, Grün heilt. Rot gibt mehr Damage. Und ja, dann gibt es Augmentierungen. Augmentierungen sind ganz, ganz interessant, die ich leider ein bisschen verkackt habe. Oh, hier sind irgendwelche Kugeln. Augmentierungen sind nämlich, dass ihr... Oh, das sind, glaube ich, Heal-Kugeln. Das ist zum Beispiel eine Augmentierung von Sona, glaube ich, dass sie Heal-Kugeln droppt. Ja, das sind ganz verrückte Sachen. Teilweise mit Yasuo, dass du mehrere Ziele... dass dein Sturm wieder zurückkommt. Das heißt, du schießt ihn weg und er kommt wieder wie so ein Bumerang. Ganz, ganz viele verrückte Dinge gibt es hier. Malphite kann, glaube ich, taunten. Ist fast wie WoW quasi hier. WoW Reloaded. Und da gibt es 15 verschiedene Augments. Die muss man sammeln. Und die werden auch von diesen Fliegedingern gedroppt. Die sehen wir vielleicht gleich noch. Ihr seht, ich bin hier ordentlich am Talken, aber ich möchte es euch so gut wie möglich erklären. Was gibt es noch? Hier ist jetzt zum Beispiel, hat jemand ein Augment eingesammelt und ich sterbe. Ich werde gezogen. Leute, welcome. Oh, cool, ne? Das ist echt eine nice Mechanik. Hier, das ist einer dieser Fliegedinger. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil wir Full Life sind, aber ist okay. Ansonsten, ja, diese Augments, die sammelt ihr und die könnt ihr spielübergreifend mitnehmen. Das heißt, ja, wir haben jetzt gerade eins bekommen und das kann ich im nächsten Spiel ausrüsten, wenn ich Bock drauf hätte, wenn das mir gefällt. Ich weiß jetzt nicht, was es war für eins, aber wenn mir das gefällt, kann ich das mitnehmen und man kann bis zu 6 Stück ausrüsten. Und so kann man sich quasi sehr, sehr gut, ja, so, Alter, wir kriegen ja übel wenig hier, 33% haben wir gerade mal, heilige Makrele im Himmel. So, der übel lange. Gibt's hier nicht diese Pflanzen? Ich sterb hier auch wie Sau. Ich gibt auch übel viele von diesen Viechern, muss ich sagen. Das heißt, da hat Riot übel krass gute Arbeit geleistet. Also, im ersten Level, also erste Schwierigkeit, da kommen hier nur so kleine Papageien. Jetzt haben wir so riesige Golems. Und das sind halt locker, ich glaube, mindestens so 12 bis 15 verschiedene Monster, die Riot hier reingebracht hat. Das hier sind noch die kleinen. Es gibt auch so Monster, ich glaube, ich muss ihm da oben helfen, irgendwie. Es gibt auch welche, die sind blau. Autsch, das tat gar nicht mal so unweh. Die sind ein bisschen stärker. Und dann gibt es welche, die sind rot. Die sind unglaublich gigastark. Das sind quasi so Upgrades. Das ist nochmal so ein Fliegeding, den gönnen wir uns. Zack. Der grabt mich gleich wieder. Geh weg, du dreckige Schüft. Verschwinde. Alter, das ist ja... Also eigentlich hatte ich vor, den letzten Game Mode aufzunehmen. Also die letzte Schwierigkeit. Aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass wir den nicht schaffen. Also ich denke, und ich habe, wie gesagt, ein bisschen verkackt, ich habe keine Augmentierung drin, keine einzige.
weil ich die Mission zu spät angenommen habe. Das heißt, Tipp an euch, nimmt instant die Missionen an. Alter, was ist das denn hier? Nehmt instant die Mission ab, da kriegt ihr nämlich eure Slots vor. Die habe ich jetzt erst angenommen. Und ich glaube, wenn man den letzten Game Mode schaffen will, dann braucht man alle Augmentierungen. Also 6. Ich habe keine. Ich weiß. Okay. Ich bin RIP. Wiederbeleben geht ganz einfach. Hat dann allerdings 100 Sekunden Cooldown. Muss man so also ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Jetzt kommen die Großen zu dabei, meine Freunde. Was? Ich bin schon wieder tot? Yasuo! Das ist jetzt nicht so gut. Hier, Leute. Eieieiei. So schnell geht das. Was war da unten für eine? Das ist ein Heal-Ding. Ja, dann versuchen wir die mal zu kiten. Heilige. Ich könnte da... Eine Ult muss ich da reinhauen. Muss ich. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sehr gut. Also, ich habe als ich den ersten Game-Mode gespielt habe, dachte ich so, ja. Ne, ist ja super. Ich bin schon wieder fast tot. Super einfach. Mittlerweile denke ich mir so, Ich denke mir einfach nur so, Alter. Jetzt lange wird es schwierig. Vor allem, wir haben ja schon 2 Resurrects raus. Wenn ihr mich resurrectet, ich hab noch Wiederbeleben. Er hat Wiederbeleben schon raus. Das heißt, er kann mich nicht retten. Jinx ist noch da und Malphite ist noch da. Eieiei. Na, typisches Yasuo-Syndrom. Sogar gegen Monster. Okay. Okay, wir werden auch so wiederbelebt, sehe ich gerade. Auch cool. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir überleben. Vielleicht sollten wir erstmal die Kleinen hier so ein bisschen entfernen. Das Problem ist, dass die... Okay. Okay, das war zum Beispiel eine Augmentierung von Malphite, Leute. Er hat ihn einfach komplett rein... Oh, da muss ich rein. Ich muss, Leute. Ja, also er hat ihn einfach komplett an die Wand geschleudert. Ich meine, rein theoretisch kann ich ja so ein bisschen kiten. Also dieser Hochwerfer, der macht halt One-Shot. Der macht mich wirklich One-Shot weg. Das große Problem ist auch, dadurch, dass ich die Augmentierung verkackt habe, ich bin nur Level 7. Alle meine Mates sind Level 9. Ne, das ist der einzige Grund, warum ich gerade so inte, Leute. Das zählt also nicht. Das zählt halt legit nicht. Ja, ich muss erstmal hier weg. Sona, hast du noch so eine Heilbombe? So eine? Da ist wieder so ein Giga-Ding, Alter. Heilige Scheiße. Heilige. Da muss ich rein. I need. Ja, oh ja. Oh, herrlich. Aber schnell wieder raus. So, ich kann da unten jemanden, diesmal muss ich jemanden wiederbeleben. Komm, I do it. Den machen wir mal weg hier. So, zack. Sehr gut. So, wir können uns erstmal, wir müssen erstmal diese einzelnen Kackdinger hier, Alter, das ist das erste Level, das dauert jetzt schon 8 Minuten, RIP. Help! 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 Stopp! Sterbt, dreckiges Schiff, erstmal die Kleinen hier wegmachen. Wobei, da ist ein Sturm rein. Nein! Oh, da war schon wieder dieser riesige Stein-Ding. Der hat mich schon... Fast wieder gerippt. Ja, ich kann ihn... Oh, ich kann ihn sogar... Nee, ich kann ihn nicht wiederbeleben. Na, Moment. Ich habe halt irgendwie sehr viel Respekt vor den Dingern. Ah, okay, wir haben es geschafft, Leute. Das erste Level, holy shit, das hat schon 3 Jahre gedauert. Ich weiß gar, will gar nicht wissen, wie lange das im letzten Level dauert. Da wird schon geschrien, das ist schon hart. So, jetzt können wir shoppen. Also, ich brauche unbedingt Infinity Edge, aber ich bräuchte noch viele, viele andere Dinge. Zum Beispiel Lifesteal. Und ich glaube, ich gönne mir auch mal direkt noch ein bisschen Text wieder, damit die Q nicht mehr so viel cooler hat. So, Leute. Naja, die müssen ja alle rein, dann geht das schnell fertig hier. Zack. Junge, Junge, Junge. Gott, das war das erste Level. So, weiter geht's. Hier geht's direkt los. Alles klar. Hier sind so... Oh, hier, das sind diese Goldpflanzen. Die droppen Gold. Nice. Hier sind auch diese Bienen. Da, nee, das ist keine Biene, aber das ist eine Pflanze, die gönne ich mir direkt. Komme ich da rüber? Ja. Na, direkt mitnehmen, Gönnung. Da hinten ist noch so ein Laser. Haben wir noch eine Pflanze irgendwo? Nee. Ach, diese Dinger kann man... Nee, stopp mal. Ach, da ist eine Pflanze direkt dahinter, die gönne ich mir. Na, gehen wir auf Gönnung. Zack. Na, da, ja, diesmal geht es ja vielleicht ein bisschen schneller, wenn wir die Pflanze eingesammelt kriegen. Da oben ist nochmal Gold. Wir müssen das Gold oder dieses Oro nicht einsammeln, weil... Das machen die
Das macht der Roboter, der hier irgendwo ist. Cooles Augment auf jeden Fall. Er nimmt alles einfach mit hier. Das kriegt ihr. Haben wir noch irgendwas? Hier unten sind noch Heildinger. Dop, 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 dop. Ist auch cool, ne? Mit diesen Heilfrüchten. Also, ich find's echt cool bisher. Bockt auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, für den letzten Game Mode braucht man locker. Locker, flockig. Muss man farmen. Ich glaube, du musst wirklich dein Equipped oder deine Augments zusammen farmen. Deine Slots. Feuer wird das, glaube ich, nichts. Autschi. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz hier raus und wieder rein. So, jetzt gehen wir wieder raus und gehen komplett raus. Und gehen komplett raus. Da ist eine Pflanze, eigentlich bin ich. Irgendwas markiert. Ei. Oh, das ist ein Heal-Ding. Schnell, schnell. Hui. So, dich rippe ich jetzt, Boy. Den rippen wir um. Da ist nochmal eine Pflanze. I take, I like. Da hinten ist ganz viel Action. Da gehen wir jetzt rein. Oh, scheiße, ich habe keine Ult. Aber ist egal. Nee, ist gar nicht egal. Ich muss hier raus, Leute. Ah! Stopp! Alter, wie oft bin ich gestorben? Sieht man nicht, zum Glück. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Immerhin ist Malphite noch am Leben. 14 Sekunden, dann bin ich am Leben, Leute. 13. Heilige Scheiße. Aber man muss auch fairerweise sagen, als Yasuo ist es halt am schwierigsten. Du bist ein Nahkämpfer. Also jetzt mal wirklich, ohne mich rausreden zu wollen. Ich bin ein Nahkämpfer, der super squishy ist. Also todesquishy. So, wir machen jetzt hier Transition. Und zwar so. Ah! Oh, das Ding muss ich töten. Komm schon, schnell. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Alter, das. Also, ich bin halt Nahkämpfer mit 1000 HP, ne? Oh, das könnte in die Hose gehen. Oh no, Malphite! Dude! Nein! Oh, Jinx lebt und ich lebe. Oh, 42 Sekunden, es wird immer mehr. Ich hab. Oh ja, ich hab Rest. Ich muss jetzt hier irgendwo. Das war's wohl. Alter, kann man sehen, ob er noch einen Sprung hat? Weiß man nicht. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das war der letzte. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich habe gar nicht gesehen, aber oh mein Gott, wir haben es überlebt. Also ich. Puh. Also. Puh, wir brauchen auf jeden Fall Livestream jetzt, Boys. Unbedingt. Man kann echt von Glück reden, dass da so viele Pflanzen waren. Dann hätten wir das Level niemals geschafft. Vor allem, ja, er schreibt schon, will nicht wissen, wie Kane drauf ist. Leute, Kane ist komplett gestört. Er ist richtig gestört. Aber jetzt kommt erst nochmal, ich glaube, zwei Level kommen, glaube ich, noch. Zwei Stück müssen noch kommen. Ja, das hier kommt noch und dann noch eins. Das hier müssen wir... Alles klar, da werde ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also wir müssen erstmal noch... Wir müssen hier in dem Level ganz durch, quasi. Also es ist wie so ein... Ja, wir müssen nach hier hinten. Das ist das Ziel Quarzi. Ja, er läuft schon durch. Ich bin mir halt immer unsicher. Hier ist zum Beispiel einer, der ist blau. Der ist ein bisschen stärker. Ich bin mir halt immer sehr unsicher, ob durchlaufen wirklich die beste Idee ist. Aber vielleicht. Eventuell haben wir jetzt aber die ganze Scheiße mit uns hier dabei. Das könnte RIP sein. Oh, da kann ich mal durchdashen. Vielleicht ist das aber auch voll OP. Easy, das ist ja... Ne? Okay. Aber ich glaube, das reicht gar nicht, oder? Na, schon ziemlich gut, aber es reicht nicht. Ja, das war ja übel einfach. So einfach hatten wir das noch nie. Alles klar! Das ist ja komplett broken. Wo bin ich? Okay. Okay. Das ist, was ich meine. Der Malphite springt rein, ist okay. Der hat 3000 Leben. Ich habe 1200 Leben. Ich gehe da rein, ich bin tot. Na, na. Oh, wir haben Ult, Leute. Und... Ich muss aber übrigens sagen, ich weiß nicht, ob ich so begeistert bin von diesem Skin, weil der hat so ein bisschen Arcade-Sound-mäßige Sachen. Und das feiere ich jetzt nicht komplett. Das ist nicht so hundertprozentig meins. Oh, da wäre ich gerne bei gewesen, aber ich komme da... Oh, ich... Das ist Selbstmord jedes Mal. Das ist halt übel lustig, da musst du mit hinterhergehen. Ich meine, aber das ist halt
komplett selbst. Oh, Leute, wir sterben. Nicht sterben, Leute. Ich glaube, deswegen hätten wir vielleicht nicht direkt durchlaufen sollen. Jemand muss den Nerd retten, Leute. No! 7 Sekunden! 6! Bitte! 3! Wo ist Malphite? Ich hole mir direkt, ich gönne mir Malphite direkt. So, Malphite ist wichtig, der stirbt nämlich sehr, sehr schwer. So. So, kiten. Kiten, kiten. Bisschen kiten. Hallo? Crewmitglieder drüben am Boden. Ja, I don't care! Die werden ja immerhin gleich wiederbelebt, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, da kommen die Kollegen. Ich glaube, ich warte auf Malphites Ultimate. Jemand muss den Nerd retten. Nein, so weit komme ich nicht! Das, was ist das hier? Ach, das ist Sona. So weit komme ich nicht, Bro. Das ist übel gut, aber da muss ich jetzt einen Sturm durchjagen. Ich muss. Ah, RIP. Aber ich bin wieder tot, wetten. Oh, ich lebe. Okay. Ha! So. Geld, 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 Geld. Bluetooth ist das da. Wir gehen direkt für Double Lives. Wir könnten auch für GA gehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob GA eine kluge Idee ist. Vielleicht. Ja, ich glaube, wir gehen mal für GA. Oder für Lives. Nee, wir gehen für GA. Da baut man doch GA, ne? Ja. Ha! So. Ist auf jeden Fall schon nicht ohne. Also jetzt kommt noch ein Level und dann Kane. Was haben wir hier? Feuerboote. Normale Angriffe. Achso, das war der Buff, den ich eingesammelt habe. Wie hält der permanent? Wird durch Feuer verstärkt. Okay, irgendwas. Obwohl, ich glaube, das ist eine Augmentierung von irgendjemandem. Ja, von Malphite. Der normale Angriff designert wird durch Feuer verstärkt, nachdem ein Verbündeter seine ultimative Fähigkeit ausgeführt hat. Ja, cool. So, es geht los. Let's go. Hier sind schon wieder blaue Dinger. Hier kommen Laser. Einfach random Laser aus dem Nichts. Ja, okay. Warum nicht? Warum auch nicht? Help. I need somebody. Oh, hier sind jetzt diese Kha'Zix-Dinger, Leute. Die gab es schon mal so ähnlich auf irgendeinem Event. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß und was das war. Aber die... RIP, Alter. Alter! Die machen die Assassinaten ein, so quasi. So. Die springen... ne, das sind sogar die, die sichtbar sind. Hier die Kleinen, die werden nämlich unsichtbar und springen einen dann an. Ist schon einer tot? Ne, jetzt leben noch alle sehr gut. Na, die Kleinen werden unsichtbar. So, wen gönnen wir uns? Holen wir uns hier eine Ult oder warten? Ich glaube, wir warten noch ein bisschen mit der Ult. Ah, okay, ne, meint. Raus damit. Ich meine, ich kriege ja auch so viel Damage zusätzlich, wenn ich die Ult benutze, weil ich ja meine Armor-Pen dann bekomme. So, das ist bisher okay. Hier sind diese Laser-Kristalle. Zack. Hasaki! Also den Jinx-Skin, muss ich sagen, finde ich auch cool. Ich glaube, das könnte auch was für Cosplayer werden, aber für Cosplayer ist ja, glaube ich, der ist schon, glaube ich, ziemlich schwer zu machen. Also der Skin. Ich will nicht wieder sterben. Da 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 da. Da wird Jinx durch die Gegend. Ich komme mit Jinx! Oh! Ich habe leider. Oh, die Malphite, das ist so der Dream hier. Das mache ich. Ich habe keine Ult. Außerdem bin ich about to die, Leute. Stirb, Kha'Zix. Stirb. Wo sind diese komischen Früchte? Oh, das ist ne. So, eine geile Malphite-Ult oder so? Ja, machen wir es so. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Hallo. Ich meine, immerhin. Wir sind halt 300 Milliarden. What the fuck? Ich guck dir, wie ich hier durch die Gegend springe, Leute. Zieht euch das rein. Alter, ich die ganze Zeit am Dashen hier. Sehr gut. So, dann sind wir jetzt schon beim Boss. Oh mein Gott, Leute, der Boss. Das war der Wahnsinn. So, wir kaufen uns ein GA. Kaufen uns... Habe ich genug Attack Speed? Ja. Oder? Warte mal, kann ich das verkaufen hier? Verkaufen. Das passt auf jeden Fall irgendwie. Ich glaube, wir kaufen uns noch... Ja, für 1900, also ich kann halt nicht viel kaufen. Ich glaube, das Ding ist das Beste, was ich machen kann. 2,5%? So wenig? Ja, later. Gibt es denn irgendwas Geiles? Befreiungsschlag. Dann kaufen wir uns Befreiungsschlag, Leute. Ah, kann ich gar nicht. 2100, kacke. Verursacht für jede weitere Sekunde im Kampf 2% mehr Schaden.
Fähigkeit, Stärke. Ja, let's go. Ob das klug ist? Wahrscheinlich nicht. Let's go, boys. Ich meine, ich glaube, 10% mehr Damage permanent ist besser als irgendwie 10 AD oder... Ja, okay, es wären 20 AD gewesen. Ja, vielleicht. So, meine Freunde, Kane. Du versuchst zu überleben und wir stützen dich auf. So, er rastet erstmal aus. So, das ist direkt schon die starke Form. Also wenn ihr den Mode zum ersten Mal spielt, dann hat der keine Form. Man muss ihn aber 3-mal besiegen, den Boy. Das ist halt WoW Reloaded, so. Am Anfang ist alles easy. Jetzt rastet er hier halb aus, das geht aber auch noch. Ist aber schon cool, dass sein Charakter, also sein Charakter, also nicht die Figur, sondern wie er sich verhält, ist halt, das passt halt 100% so richtig komplett gestört. Leider hatte ich keine Ult. Au. Na. Oh, das ist RIP. Also das metzelt dich halt komplett aus dem Leben. Junge, das ist so gestört. Das ist gerade mal die erste und die erste war immer komplett einfach. So, stirbt, danke. Aber ich habe ja auch noch GA, das ist nicht schlecht. So, jetzt geht's weiter mit dieser Form. Oh, jetzt yes, heal. Das ist die Assassin-Form. Oh, jetzt yes, schnell auseinander, sonst, das ist ganz wichtig, sonst... Wir waren einmal komplett zusammen, waren alle sofort tot. Alle, also One-Shot. Kein Entkommen. So, was ist hier Phase? Alles gehört mir. So, jetzt kommen diese Blitzkugeln. Ich weiß gar nicht, was er genau mit den Kugeln macht, wenn er die einsammelt. Aber er wird, glaube ich, stärker. Der rote Balken wird voller. Und ich glaube, wenn er voll ist, dann passiert sowas hier. Windwall war nicht schlecht, aber... Okay. Alter, der macht ja immer noch. Stopp. Oh, hier ist ein Dings. Den gönnen wir uns. Sehr gut. Jetzt kommen Golems mit dabei. Auch sehr gut. So, den ulten wir jetzt erstmal, den Ball. Machen wir mal wieder ein bisschen Stats hier. Ich benutze meine E relativ wenig, falls das jemand fragt, weil ich glaube, meine Autotags machen hier bei Far mehr Damage, als wenn ich hier die ganze Zeit mit der E durch die Gegend dash. Ich glaube, wir machen erstmal die Dinger hier weg. Also zwischendurch, klar, zum Positionieren, aber insgesamt würde ich sagen... Insgesamt würde ich sagen, lieber nicht so auf dashen. So, was hier mit dem Kollegen? Der wirft hier, die werfen hier so scheiß Kugeln. Ich bin gleich RIP, leider. Oh! Ja, das war klar. Das ist einfach jedes Mal die Todes... Aber da würdet ihr auch holen. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Leute. Ich muss aber hier raus. Bitte nicht. Oh, ja, ist halt der Nachteil. Man kommt mit einem HP wieder. Ich kann jemanden resurrecten. Ich muss. Allerdings sehe ich die Kugeln gar nicht. Wo sind die Boys? Oh, shit, Alter. Na, sie belebt sich jetzt eh gleich wieder. Eigentlich sollte man die erste Rotation der Tode wahrscheinlich auch so warten. RIP. So, ich bin wieder am Leben. Ich würde sagen, entweder wir killen jetzt eben fix den Boss, oder wir töten erstmal diese Scheißwürmer hier. Die fucken nämlich richtig hart ab. Die sind richtig, richtig nervig. Ich glaube, ich mache die hier erstmal weg, die Boys. Gerade diese Würmer sind... Alter! Richtig schlimm. Ich glaube, wir haben verloren, Leute. Malphite hat noch GA, bitte lauf. Renn. Wir. Oh, 3 Sekunden, dann ist Sona wieder da. 3 Sekunden. Sona ist wieder am Leben. Ich hoffe, sie hat einen Resurrect. Und das ist noch nicht mal die harte Form, Leute. Die kommt danach. Die ist GG. Malphite macht das aber ganz gut. Ja, Malphite, Sona. Einfach kiten. Au, ist das weh? 9 Sekunden bin ich wieder da, Leute. Ist halt WoW Reloaded. Ich glaube, das ist härter als irgend so ein Mythic. Dungeon Boss, wo bin ich? Oh, jetzt geht's hier wieder los. Wir springen hier rüber. Ich mach jetzt erstmal diese Kackdinger hier wieder weg. Die müssen weg. Vielleicht sollten wir aber auch einfach mal kurz auf den Boss einjolon. Ganz ehrlich. Alter! Junge! Ja, und ich bin gleich wieder tot, oder was?
Oh, ich konnte ihn nicht knockuppen. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt kommt die letzte Form, die wird halt richtig krass. Die ist gestört auf Doom, Alter. Hier explodiert alles, damit man da nicht steht. GG! GG. Na, 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 na. Und wie über den Wolken. Ich kenne den Text gerade leider nicht. Die Dinger gehen auch ganz gut kaputt hier. Hier sind auch überall Eier, da schlüpfen so Dinger raus. Wenn man die nicht kaputt. Genau das nämlich. Au! Ja! Alter, der ist laut, der ist auch gar nicht mal so schwach tatsächlich. Die gehen erstmal weg hier. Alles klar! Warum auch nicht? Kane verliert langsam die Geduld. Kann man so sagen. Ich kann jemanden retten, aber. Ich hab nur A, einen Jump. Oh, hier. Oh, geil. Richtig geil. Das kann die werfen, oder was? Oder ist das von Six? Ich glaube, das ist von Six. Ja, wir holen Jinx jetzt. I got this. So, Jinx ist wieder am Leben. Lass mal auch kurz selbst unsterblich. Alter, Dodge-Meister, oder was? Ja, okay, jetzt langsam. Ja. So, Malphite ist tot. Das ist. Wir haben halt noch gar keinen Damage auf den Boss gekriegt, Leute. Wenig. Ich mache jetzt mal hier DPS, Leute. DPS wird hier gemacht. DPS! No! Ein von uns hat so. Ja! Geht mal weg. Ich muss mal kiten jetzt. Ich muss halt legit kiten, weil es ist nur noch Six da und der ist gleich tot. Malphite kommt aber wieder. Irgendwas passiert mit mir. Ich glaube, er saugt mich aus. Kann es sein? Ja. Was? Das Ding ist, die Death-Timer werden halt immer länger. Es sind mittlerweile eine Minute, die ich tot bin. Falls wir keinen Resurrect haben. Sind nur noch Jinx und... Ich glaube, das war's, Leute. Ich bin zwar meistens optimistisch, aber ich glaube, das war's. Das Ding ist, die saugt halt, man kann die nicht kiten, weil er saugt die ganze Zeit die Lebensessenz raus. Ja gut, meine Freunde, das war's mit dem Game Mode. Vielleicht soll es ja dann beim nächsten Mal werden. Ihr habt jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen gesehen, was euch erwarten könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.